Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr solche Spawn Eggs sehr verbessern könnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ja, ihr habt jetzt auch gesehen, ich habe ein neues Intro. Ich werde jetzt mal versuchen, ein bisschen konsistenter zu bleiben, was wenigstens die Videoform anbelangt, sage ich mal. Mein letzter Upload ist ja zum Glück gar nicht so lange her. Jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe wirklich dieses Video hier schon seit 2 Monaten fast geplant, aber habe irgendwie nie die Zeit und die Lust gefunden, das Ganze aufzunehmen. Aber deswegen mache ich das ja jetzt. So, kommen wir zum Thema. Man kennt ja aus den verschiedenen Data Packs und One Command Creations und was auch immer, diese Spawn Eggs, wo man zum Beispiel irgendwelche Möbel spawnt. Das war ja ganz am Anfang im Trend oder irgendwelche anderen Sachen, die man selber sozusagen ins Spiel eingefügt hat. Die haben aber einen Nachteil, den hat man jetzt hier gesehen, und zwar man hört das Mob sterben und die Partikel kommen dann, wenn der tot ist, und wenn man sich beeilt, dann sieht man den auch noch sterben. Das ist nicht schlimm, das ist jetzt auch nichts Spielveränderndes, aber ich finde das einfach irgendwie unästhetisch. Und ich habe da schon lange nach einer Lösung gesucht. Und habe mir jetzt als letztes dann mal gesagt, schaue ich mir doch mal den Command an, womit man überhaupt sich ein Spawn Egg gibt. Und da ist mir aufgefallen, man kann da ja eine ID angeben. Da habe ich überlegt, was für eine ID könnte da gut passen, also was für eine Entity. Und eigentlich ist doch dann Item perfekt. Man kann dann hier im Item Tag schätzungsweise auch eigene Tags weiter angeben und so weiter, wie man das ja bei Entities auch kann. Und ich habe halt damit rumprobiert und man sieht, ich habe jetzt hier zwar ein Polar-Spawn-Egg, aber es spawnt halt nur ein Item, nämlich in dem Fall die Erde und auch mit diesen entsprechenden MBT-Daten. Ja, da können wir natürlich die MBT-Daten angeben, die wir wollen. Ist ja klar, brauche ich jetzt nicht weiter zu erklären. Und natürlich der Vorteil von einem Item, was ich ja schon erklärt hatte, wenn man es killt, so, dann macht das eben keine Geräusche und keine Partikel und so. Und das nutzen wir jetzt letztendlich aus, um das einfach zu spawnen, und es stört gar nicht weiter. Und es macht eben nicht diese unschönen, sag ich mal, Geräusche und Partikel. Das Einzige, was ein bisschen unschön noch sein könnte, ist, dass man da für einen Moment, ich weiß nicht, ob man das gut sieht, man sieht da so für so einen Moment dieses Schwert. Dagegen habe ich eine kleine Umgehung, sag ich mal, gefunden. Man sieht aber immer noch, aber ich habe halt einfach jetzt so einen Steinknopf genommen, den man jetzt zum Beispiel eben auf dem Stein hier sehr schlecht sieht, und der ist ja auch allgemein relativ klein. So, das war's zu dem Video. Ich werde den Command, den ich hier im Command-Block habe, einfach in die Beschreibung tun. Dann könnt ihr euch das selber auch mal angucken und ein bisschen damit rumprobieren. Ich würde sagen, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, wenn euch Minecraft Mapmaking interessiert. Lasst auch gerne ein Like auf dem Video, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und ciao! With the